Ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind immer noch bei dem Turm von Herr der Ringe, aber leider immer noch Anleitungsbauheftchen Nummer 1. Ja. Wir haben den Baum schon fertig, der steht da vorne. Den könnt ihr euch in dem anderen Video reinziehen. Wir verlinken das dann entsprechend. Und wir fangen jetzt an mit dem Turm und Tütchen Nummer 3. Auf geht's. Ich darf auch mal. Oh. Wer moderiert da auch mal? So. Ach guck, jetzt werden die Steine ja schon viel größer. Ja. Oh, wir müssen ja so Special Teile. Ja, das auch aufmachen. Auch aufmachen. Kein Teil drumher immer. So, gehen wir mal ein bisschen rein, damit ihr auch was sehen kann. Du kannst ja auch hier diese Figürchen aufbauen. Das machst du ja so gerne. Ein bisschen rein tun, dass die Leute schon auch was sehen von dem, was wir hier tun. Nicht ganz so extrem vielleicht. Komm schon. Was ist denn der Rest von seinem Männchen? Da sehe ich nur den Oberkörper. Ja, ich mach das schon. So, ich soll das machen, was ich sage. Ja, okay. Wo ist denn der Rest von dem Männchen? Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, aber vielleicht. So, das ist die Rüstung. Die kommt schon mal drauf. Vielleicht ist ja auch gar nicht in den Tütchen. Sollte aber irgendwie, oder? Sollte schon, ja. Vielleicht irgendwie wieder vergraben, ich kenne das. Ja, aber nichts von dem, aber alles war. Das ist übrigens unser Recycle-Programm. Natürlich nicht, aber wir tun das noch ordentlich. Für YouTube machen wir das mal so. Nein, mir fehlt das Bein. Alles in allem alles. Ja, das Bein fehlt, der Kopf fehlt, der Helm fehlt, die Axt ist da. Die Axt ist da, ja. Die kriegt man schon mal. Also normal ist auch immer das drauf, was da abgebildet ist, aber naja. Wir spielen Herr der Ringe ohne Ring. So. Das ist alles, was vom Figürchen in der Tüte ist. Laut Anleitung sollte eigentlich alles drin sein. Ja, vielleicht ist das nur, damit man sieht, dass da bei Tüte 4 dann. Wir hoffen, das ergibt sich gleich noch. Ich leg das Männchen mal beiseite. Oder was davon übrig ist. Süß. Das sieht ja süß aus. Da hat der Baum zugeschlagen. Ja, genau. So. Ach, die sind noch gar nicht zusammen. Nee, die sind noch nicht zusammen. Gleich bei den gelben. Ach, das sind so schöne Standardblöcke. Die habe ich früher ganz viele gehabt. So, du kannst ja den anderen aufbauen, genau. So, Ecke. Ecke! So, jetzt kommen die zwei großen. Aber ja, diese roten Steine sind hier auch nicht drin. Orangen? Ja. Stimmt. Also dann denke ich mal, Tüte 4. Oder Tüte 3 gibt es zweimal. Schauen wir mal. Das ist 5. Ja. Oh, noch eine Tüte 3. Nur eine Tüte 3. Das gibt es auch ab und zu mal. Du hast sie gefunden, du darfst aufmachen. Sehr freundlich. So, dann kann ich auch mein Männchen weiter basteln. Ja. Aber das ist sehr selten, dass die zwei Tüten mit Tüte Nummer 3 haben. Also wenn sie wenigstens 3a oder so draufschreiben können, dass man so eine Ahnung hat, da kommt noch was. Ja, wir haben es ja festgestellt. Ja, aber nur aufgrund von mathematischen Bezügen jetzt. Aus Mangel an Material. Also. Aus Mangel an Material. das möchte ich gerne mal in Großaufnahme zeigen. Ja, bitte. Das ist ein Männchen hier. Ja, da fehlt das Schild. Guckt euch mal den Blick an, wenn das mal scharf wird. Boah, durch die Rüstung durch. Ja, aber hier ist noch der Schild. Komm, ja. Das ist Wahnsinn. Das wollte ich wenigstens mal kurz im Großformat. Ja. Zoomt euch wieder raus, dass ihr wieder was sehen könnt. Ja, das ist mal richtig cool gemacht. Guck das. Ach, so trägt man das Schild. So trägt man das Schild. Auch sehr intelligent gemacht, ne? Mit der Hand weg von mir. Ja, genau. So eine Hand auf dem Schildchen. Aber er ist Sarumans Hand, also. Sehr, sehr schön gemacht. Ich tue die Figürchen schon mal zurück, weil die brauchen wir gleich fürs Foto noch. So. So, dann die eine. Das ist, genau das ist das. Warum bleibt das Tütchen nicht so stehen? Es bleibt so stehen. Ja, ja. Man muss nur geduldig sein. Wir hatten das Thema gerade schon. Ja.
Geduld und Lego, das passt nicht zusammen. Doch, das passt. Nein, überhaupt nicht. Genau, du kannst mich ja unterstützen. Dafür bin ich da. Ja, richtig so. Wenn ich schon sonst nichts kann. Doch, kannst du. Das ist ja auch gut so, dann hat man zwei Seiten spiegelverkehrt. Also man muss das gleiche nochmal machen. Ach, da hast du den Stein. Okay. Sind das drei oder? Das sind vier. Vier. 3, 3, 3, 3, 3. Ich sehe nur die Dreier. Da ist der Vierer. Da ist der Vierer. So, jetzt kommen auch die Platten drauf. Okay. Das ist meine Seite. Das sind 6. Ja, das sind 6. Quadrat, kommt das hin? Ach, da hast du schon. Ja, aber die länglichen. Ne? Die ja, ich muss halt. Das weiß doch ein Mann, der Mensch. Wettrüsten hier. Wettrüsten? Ist das Amerika, oder? Ach, eine Platte. Genau. So. Also das ist schon mal der Grund, das Grundgerüst. Fertig. Das nennt man schlüsselfertiges Bauen. Jetzt mal gucken, was das hier für Dinger sind. Was ist die hier? Also der wird 71 cm hoch, also da erwartet uns noch einiges. Warum nicht? Passt das auch? Wie meinst du, das passt das auch? Na, wir bauen unter einer Schräge. Ja. Ja, gut, aber das kriegen wir hin. Das hoffe ich auch, ja. Da muss eine Lücke rein. Doch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passt. Next. Next. Okay. Oh, die sind grün. Oh, was Grünes. Die sehen ja cool aus. Moment, stopp, das müssen wir umdrehen. Sonst komme ich schon lange. Ja. Was? Dreh wie du willst. Dreh wie du willst, okay. Ich dreh. Oh, die kenne ich auch noch. Da hat man früher mal gerne hier so von Tankstellen und so diese Logos drauf gehabt. Ja, apropos kleben, das kommt gleich. Ja, das darfst du machen. Bin ich ganz schlecht im Kleben. Kleben mache ich immer gerne. Ja. Bei mir wird das nämlich alles immer schief und krumm, habe ich damit immer geärgert. Oh, was ist denn da für Logos drauf? Das sind keine Logos, das sind so... Ah, wieder Technik-Dinger. Mhm, genau. So, jetzt darf ich kleben. Ja, Aufkleber haben wir auch da. Ja, wie man sieht. Genau. Und die sind auch nummeriert. Also... Da haben sie es tatsächlich gemacht. Ja, wir sollen ja jetzt Nummer 2 nehmen. Steht ja hier, also... Oh. Ja, das Braune. Wo steht, dass du Nummer 2 nehmen sollst? Da, also das ist das zweite Bild. Ja, stimmt. Aber normal, also, aber das hier sollen wir nehmen, diese. Ach, dann kann ich die. Das erkennt man auch mal. Dass man das mit dem Schloss nehmen soll. Tobias erkennt das. Das sieht man auch gut. Ja, so müssen wir das. Ach so, ich habe gedacht, das wäre ein weißer Hintergrund, das sah gerade anders. Habe ich einen zu viel aufgepackt? Nein. Boah, dann macht er das kaputt. Ach, da geht es dann weiter. Ja, das ist halt diese Fertigbauweise, ne? Man hat halt nur noch die Steinchen und schon hat man ein ganzes Erdgeschoss hochgezogen. Ja, Plattenbau. Plattenbau, genau. Wir wollen den autogenen Plattenbau. Die moderne Variante ist das dann. Ich mache ja schon mal das Rote. Ja, ja. Zweimal muss man das bauen. Ah ja, ich sehe es gerade. Dann kann ich den anderen ja schon mal machen. Weil viel ist es jetzt nicht. Nö, da kommt noch so ein Ring drauf. Dann kommt das Weiße dann noch drauf. Zack. Aber hier fehlt noch was, Thorsten. Also dieser eine. Ja, kann vergessen. Da kommt bestimmt noch ein Einer rein, oder? Genau. Nein, ich bin doch hier der Mauermann. Die hast du. Gut. Ich hab die. So, da musst du nochmal kleben. Ja, jetzt kommt die her. Kannst du hier ins Fenster. Mhm. Kann ich die andere Seite auch machen. So ein ruhiges Händchen braucht man hier auch zum Kleben. Oh ja, das ist wahr. Ach, falsch rum. So. Bei dir liegt noch ein Fenster rum. Könntest du das einmal reinsetzen? Welches Fenster? Fenster, genau.
Aber ich muss noch das große Fenster beklingen. Und hier können wir jetzt irgendwas falsch machen. Warum nicht? Ach, da kommt einer rein. Ich ziehe alles zurück. Ja. Den wir nicht haben. Ups. Ich hab ihn. Oh nein, und ich suche mir einen Ast. So, dann kommt der Werwolf. Das hat schon was von Dracula oder so, ne? Man kann es ehrlich so sagen. Ich bin gerade total erinnert an Castlevania so, ja, ein bisschen. Also ja. Ziemlich gruselig auch. Hammer, mit Knochen, die kommen jetzt auch noch. So, die kommen noch vor. Die kannst du ja. Dann die Zweier daneben. Heftigst. Hier ist auch einer. Ja, warte mal, warte mal. Doch, so richtig. Ja, irgendwie. So. Ach so, hast du nur verschoben, ja. Ja, richtig. Da muss man ja auch immer drauf achten, dass das genau richtig ist. Sonst. Sollen die auch exakt dort platziert werden, wo sie auf dem Bild sind? Ja, die Knochen, klar. Ja. Sicher. Gut. Der kommt hier hin. Kniebe nach Anleitung. Ja. Müssen die Knochen liegen. So wie die Knochen liegen, Meister. Ich hoffe, ich mache das jetzt auch richtig. 1, 2, das müsste dann hier sein. Ja, also außer so ein bisschen schräg. Ja, genau. Oh nein! Ja. Wir brechen ab. So, das hast du, das hast du, das hast du. Aber da kommen ja auch noch dieser Dreier und. Ah ja, ich hab's schon, ja. Nee, die nicht. Und zwei Dreier. Ach so, die schwarzen dann, ne? Ja, eine Zeit, ne? Ja. Dann hier so. Auch. Hab ich auch für Wetten. Stimmt. Das sind auch wieder so Ecken und die Dreier. Boah, ich baue schon mit links, jetzt geht's los. Da ist noch ein bisschen. Ja, ne? Jetzt kommt ein bisschen Stabilität in dieser. Jetzt kommt noch dieser Orangene davor. So, drehen wir das mal um, dann hat das schon mal so ein bisschen Eindruck. Sieht auch schon aus wie eine Geisterbahn, oder? Aber das ist erst der linke Teil vom Turm. Oh. Oder das bleibt so. Aber vom Bild her. Also ich denke mal, es bleibt so und wird es noch höher. Ich frage mich nur, wofür diese Roten da rausstarren. Ja, schauen wir mal. Da guckt nämlich noch so ein bisschen was raus. Falsch gemacht, aber nicht. Nee, das soll so sein. Aber wir werden sehen. Lass uns das überraschen. Du machst das, ich ja, mach das. Ich kann sagen, das sind auch wieder so spezielle Steine, die haben so eine geriffelte Oberfläche. Die hast du öfter bei den Herr der Ringe Sachen. Also sie werden uns noch öfter begegnen. Der Mann plant Großes. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich habe noch einige Sets zu Hause. Getreu nach dem Motto, Alleinbau macht keinen Spaß. Richtig. Obwohl manche Sets musst du halt alleine bauen, weil die so winzig sind. Fertig. Ja, quasi. Ja, aber wenn du so Fahrzeuge hast oder so, die sind ja in der Regel auch immer recht klein. So, der kommt. Zwei von Knochen. Drei von Knochen. Ja, genau, orientier dich an den Knochen. Wenn die falsch liegen, bin ich es gewesen. Auch nicht schlecht. Genau. Genau. Einer muss ja der Dumme sein. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, genau eine Anleitung. Vier nach Knochen. Vier nach Knochen. Wie spät ist es? Vier nach Knochen? So. Die Maus. Da. Oh, da ist noch eine Maus. Ja, die wird uns auch öfter begegnen. So, jetzt muss ich einmal umdenken. Wir müssen das einmal umdrehen, weil wir kommen sonst mit der Anleitung nicht zurecht, zumindest ich nicht. Ja, das, also ich würde damit zurechtkommen. Ich aber nicht. Nee, da kommt einer. So. Dann hast du. Ist das richtig hier? Der da drauf? Doch, ne? Einer. Sieht richtig aus. Sehr strange alles. Das ist wirklich richtig. Dann kommt der dahin. Und der Vierer kommt hier rüber. So. So, dann kommt wieder noch einer. Wir nähern uns so langsam an den Dachboden. Ja, von wegen. Da fehlt noch einiges. Wie war es von wegen Castlevania? Ja, genau. Das stimmt. Fehlt noch mehr? Ja, hier die. Ach, die Umrandung habe ich gar nicht. Die Umrandung. In der Tat.
von daher. Dann kommt der Vierer. Ne, warte mal. Sind das alle die mit oder? Ja, das sieht man hier im Bild. Ach, sind die mit. Ach so, echt. Also man wird da nicht im Dunkeln gelassen. Solange unsere Lampe leuchtet nicht. Genau. Ui. Du rechts, ich links ist Blödsinn, ne? Ja, hast du den. Ach ne, es ist der andere wieder mit dem Lumpstil vorne. So, dann kommt dieses Weiße. Alter, was ist da für eine Mechanik drin, ey? Ja, Mechanik ist da sehr oft drin, ist auch schön. Kenne ich so gar nicht. Warte mal, du musst ja nur in die Mitte rein gleich. So, dann. Weil der ist. Das habe ich, dann kommt dieser graue. Hopp. Trigger. Ich werde geschlagen. Nicht absichtlich. Das stellt sich dann noch raus. So, dann das. Nummer 4 ist dann dieses, das hier. Hä? Dann ach Gott, jetzt weiß ich von. Ja, klar. Wenn Wilhelm nur die Hälfte macht, kann das auch nichts werden. Und ich wundere mich gerade, warum passt denn hier gar nichts mehr? Ja, wenn ein Teil vergessen wird. Ja. Time's gut. So, das geht dann so rum. Nee. Warte, wie geht das? Geht doch so rum. Mhm. Genau, das wird eine interessante Mechanik. Und dann kommt noch mal so ein Bogen da drüber. Ja. Ah ja, tatsächlich. Ja, dann können wir den Deckel schon zumachen. Quasi. Drehst du nochmal um, dass die Leute das sehen. So. So, Mechanik haben wir auch wieder drin. Mal gucken, was die bewirkt. Ja, vielleicht die Tür auf und zu irgendwas. Wissen ja. Wir noch nicht. Ich denke mal eine Klappe, dann fällt er runter. Der Saruman. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dann hier diese Klappe dann hier reinkommt. Das, also mache ich das schon mal vorher, bevor das hier. Obwohl das hier noch nicht im Bild drin ist. Echt? Und gleich ist es falsch, wisst ihr? Aber siehst du? Oh, cool. Zack. Fällt hier runter. Clever. Clever, ja. Wie gesagt, ich kenne das. Ich kenne das. Ich habe schon öfter Falltüren gebaut. Genau. So. Das ergibt das alles einen Sinn hier. Da hast du noch die Kugeln. Ja, die Kugel, genau. Die Kette. Und das hier? Wo kommt die denn dran? Einfach so? Nee, das kommt hier vorne vor. Bei diesem. Ah, da. Das muss ich vielleicht mal zeigen. Da ist so ein. Wenn man es jetzt nicht sieht, ist auch egal. Oh, ist das so richtig? Ja, genau. Nein. Aber dieses liegt ja eben da auf dem Boden. Ja, und du hast. Ich habe wieder was zum Kleben. Ja, vor allem du hast die Tür schon eingebaut. Ja, und? Das kommt dann noch rein. Ja, nee, da drauf. Guck. Ach, oben ist das. Oben drauf. So eine Lücke. Ja. Dann ist das her. Interessant. Ich habe ja noch eine Kette. Die ist wieder über. Wie das aussieht, ist die über. Wie, noch eine Kette? Mhm. Cool. Wir haben aber nur eine gebraucht. Schade. Das aber wir haben noch einen Knochen, den können wir noch irgendwo hinsetzen. Auch wenn er im Bild nicht ist. Ja, den Knochen kannst du noch irgendwo hinsetzen. Du kannst ja entscheiden, wo. Oh, genau das meine ich. Ja, das war jetzt mein Film. Ja, mitten drauf, ne? So. Knochen. Ich weiß nicht, ob er irgendwann. Ja, aber der Knochen ist eben ein Ersatzteil. Also ja, irgendwo, man kann ihn ja reinsetzen. Kannst du ja. Oh nein! Also die Kette bleibt übrig. Cool. Ja. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Mit Falltürmechanik. Ja. Ist schon krass, Leute. Was sagt denn die Uhr? 20. Sollen wir trotzdem Cut machen? Ja. Ist nicht verkehrt. Das würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wo es dann an Tütchen Nummer 4 geht. Guck mal, die Kugel kannst du auch. Kann man die festmachen? Die kann man auch festmachen, glaube ich. Dann fummelt das so. Ja. Hey, eine Kugel, die nicht rollt. Newton wird sich freuen. Also, bis dahin.